Predigt für den 2. Juni 2019, Paderborn Hermann Lingen, Dorsten, 30. Mai 2019. Es kommt die Stunde, da jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu tun glaubt. Das werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich sage euch das, damit, wenn jene Stunde kommt, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Ein Anwalt schrieb einmal öffentlich in einem antichristlichen Internetforum gegen einen katholischen Priester: Wenn das so stimmt, wie der katholische Priester schreibt, warum setzt er sich nicht durch? Was die katholische Lehre ist, wie sie begründet wird, das alles ist für den Anwalt und die anderen antichristlichen Diskutanten völlig unerheblich. Einzig und allein entscheidend ist das und nur das, was sich durchsetzt. Demzufolge hat niemand irgendein Recht, eine Aussage als wahr oder unwahr zu bezeichnen, geschweige denn sich der katholischen Religion anzuschließen, solange diese sich nicht durchgesetzt hat. Wahrheit und Gerechtigkeit ist in dieser Gedankenwelt nur das, was sich durchsetzt. Und ganz in diesem Geiste verkündet ein anderer Diskutant gegen den katholischen Priester: Wenn jemand ihn wirklich ausschalten wollte, würde er es schaffen, und zwar juristisch. Aber bisher nimmt ihn ja niemand ernst. Nochmals, niemand hat die Pflicht, ja niemand hat ein Recht, sich mit der katholischen Religion zu beschäftigen, solange diese sich nicht durchgesetzt hat. Solange noch nicht 100% der Weltbevölkerung katholisch geworden ist, darf, ja muss man sich damit begnügen, genüsslich zuzuschauen, wer das nächste Topmodel und wer der nächste Dschungelkönig wird. Also hat sich die Meinung durchgesetzt, Wahrheit und Gerechtigkeit sind nicht objektive Größen. Sie sind nicht in der ewigen Majestät Gottes begründet, sondern sie sind Spielball der Massen, die ihr Leben mit Topmodels und Dschungelkönigen genießen. Warum verkündet ausgerechnet ein Anwalt diesen Wahn? Nun, dieser Wahn ist auch unanfechtbares elementares Prinzip und höchste Norm der BRD-Justiz. Denn derselbe katholische Priester, der angeblich nur deshalb noch nicht juristisch ausgeschaltet wurde, weil ihn ja niemand ernst nimmt, wurde immer wieder für sein katholisches Glaubensbekenntnis juristisch verfolgt. Und in einem dieser sehr zahlreichen Strafprozesse gab der Richter schriftlich, ausdrücklich und unmissverständlich zu Protokoll: Für die Entscheidung des Verfahrens ist es völlig unerheblich, ob der Angeklagte in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht. Wohlgemerkt, Anlass und Gegenstand des gesamten Strafprozesses war ganz ausschließlich nur, ob der Priester in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die anderen nicht. Und genau dieses einzig und allein alles Entscheidende ist gemäß unanfechtbarer BRD-Justiz völlig unerheblich. Man braucht nicht, ja man darf nicht fragen, was denn überhaupt katholische Lehre ist und wie sie begründet wird. Nein, einzig und allein die Mächtigen dieser Welt haben das Sagen. Diejenigen haben das Sagen, die sich gewaltsam durchsetzen, die ganz nach Lust und Laune jeden Menschen ausschalten können. Die Richtigkeit, die Berechtigung des Schaltens und Waltens ergibt sich also nur daraus, wer wen ausschalten kann. Und was ist mit dem allgemeinen bekannten Grundsatz, dass man Gott geben muss, was Gottes ist, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen? Auch hier ist die Justiz vollkommen unanfechtbar, unmissverständlich. In demselben Prozess verkündete sie unanfechtbar schriftlich ausdrücklich im Namen des Volkes: Beim Angeklagten fällt schwer, eine Unrechtseinsicht festzustellen. Das ergibt sich daraus, dass er grundsätzlich der Auffassung ist, dass göttliches Recht höher einzuschätzen ist als weltliche gesetzliche Bestimmungen. Also wer Gott als obersten Gesetzgeber und als obersten Richter anerkennt, wer sich zum katholischen Glauben bekennt, der ist gemäß BRD unanfechtbar geisteskrank, und zwar sogar so dermaßen schwer geisteskrank bis zur sogenannten Schuldunfähigkeit. In diesem einen Fall wurde der ach so schuldunfähige Priester zwar überhaupt nicht bestraft,
weil ihn ja niemand ernst nimmt und auch gar nicht ernst nehmen kann. Trotzdem, in vollendeter Schizophrenie erklärte aber dieselbe BRD denselben Priester bei vielen anderen Prozessen für unangeschränkt schuldfähig und zerschmetterte ihn förmlich mit schlimmen Strafen bis hin zur Gefängnisverurteilung. Wie soll man sich also verhalten? Soll man mit der breiten Masse geltend machen, dass der katholische Glaube so lange völlig unerheblich, ja sogar gerichtlich zu verurteilen ist, bis er sich bei der gesamten Menschheit durchgesetzt hat und bis es soweit ist, soll man das Leben maßlos genießen? Dieser Lebensentwurf mag verführerisch erscheinen, er ist aber nicht ganz unproblematisch, denn es spricht sehr viel dafür, dass jeder von uns sterben wird und dann wird es mit sämtlichen irdischen Genüssen vorbei sein. Christus selbst hat vorausgesagt, dass seine Diener mit Verfolgung rechnen müssen. Und er hat sie sogar ermahnt, auch noch in der Verfolgung, sich treu zu Christus zu bekennen. Wenn die Christenverfolger Christus nicht kennen, kann diese Unkenntnis schuldhaft sein. Wer es für völlig unerheblich erklärt, ob jemand in Glaubensfragen Unrecht hat oder nicht, ob er die richtige katholische Kirche vertritt und die andere nicht, wie wird der vor dem Richter Gottes dastehen? Oder derjenige, der einen solchen irdischen, antichristlichen Richterspruch duldet oder gar unterstützt? Oder derjenige, der sich weigert, sich über den katholischen Glauben ordentlich zu informieren, geschweige denn ihn anzunehmen und ihn zu bekennen, gegebenenfalls sogar vor Gericht, bis hin zur gerichtlichen Verurteilung, bis hin zur öffentlichen Existenzvernichtung? Wie werden diejenigen vor dem Thron Gottes dastehen, die ihr Leben mit Topmodels und Dschungelkönigen genießen, statt sich über den katholischen Glaubensinhalt zu informieren, indem sie katholische Bücher lesen und katholische Predigten hören? Sowohl wer bis zum letzten Atemzug nur den katholischen Glauben ablehnen will, als auch wer bis zum letzten Atemzug mit der Entscheidung abwarten will, ob er sich über den katholischen Glauben informieren soll oder nicht, beide sollten umdenken. Beide sollten umkehren. Beide sollten die Begrenztheit ihres irdischen Daseins bedenken. Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen, um ihm in Liebe und Treue zu dienen und um das ewige Leben zu erlangen. Diese ganzen irdischen Genüsse vergehen unausweichlich und unwiederbringlich. Man wird Gott nicht in Liebe und Treue dienen wollen, wenn man sich bereits weigert, ihn überhaupt zu erkennen, wenn man seine Augen und Ohren, seine Gedanken, sein Gewissen versperrt. Wenn man immer wieder alles das unterdrückt, leugnet, zerstört, was immer wieder dazu aufruft, Gott zu erkennen. Wer sich bisher in antichristlichen Foren herumgetrieben hat, um andere und vor allem sich selbst im antichristlichen Wahn zu bestärken, wer bisher seine Sinne und vor allem seinen Verstand mit irdischen Genüssen gewaltsam betäubt hat, soll nicht länger damit warten, sich Klarheit über den katholischen Glauben zu verschaffen. Er soll anfangen mit Lesen katholischer Bücher, mit Hören katholischer Predigten. Er soll beten, damit er dereinst teilhat an der ewigen Freude des Himmels. Amen.